Der Mobilfunkriese Vodafone will in den kommenden 3 Jahren weltweit 11.000 Stellen abbauen. Das entspricht etwas mehr als 10% seines Personalbestands. In Deutschland betrifft der Personalabbau rund 1.300 Menschen, vor allem in der Verwaltung. In anderen Bereichen wie Service und Technik sollen hingegen 400 neue Jobs geschaffen werden. International steht der britische Kommunikationskonzern unter Druck. Vor allem in Europa konnte das Unternehmen bei seinen Kunden kaum punkten. Trotz starker Umsätze in Afrika erzielte Vodafone geringere Gewinne auf seinem Hauptmarkt Europa. Das Unternehmen begründet den Stellenabbau mit gestiegenen Lebenshaltungskosten und der hohen Inflation. In den vergangenen Monaten hatten bereits große US-Technologiegiganten wie der Google-Konzern Alphabet und der Facebook-Konzern Meta den Abbau tausender Arbeitsstellen angekündigt.